Hallo liebe Leute. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein Interview, quasi ein Messetalk, und ich habe einen ganz besonderen Gast dabei. Harald Philipp, der Bikebergsteiger. So werden ihn viele kennen. Aber am besten quatschen wir heute über Dinge, die ihr nicht über ihn wisst. Und Harald, erstmal hi. Grüß dich, Marc. Und was ich quasi jetzt so als Vorstellung mir ausgedacht habe, du sagst erstmal, wofür du bekannt bist. Also das wäre jetzt zum Beispiel der Bikebergsteiger. Und dann etwas, wofür du nicht bekannt bist, was du aber trotzdem gut an dir findest. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bin bekannt als Mountainbike-Fahrtechnik erklärt wer auf YouTube. Aber eigentlich wissen vielleicht viele nicht, dass ich schon seit 20 Jahren von Bike-Events berichte als Redakteur und auch quasi totaler Nerd bin und über jeden Bike-Profi oder Rennfahrer und so dir Geschichten erzählen könnte. Also das wissen, glaube ich, viele nicht. Was so in dem Stil bei dir? Also du hast es gerade mich angekündigt als Bike-Bergsteiger. Ja. Wie du sagst, das ist wahrscheinlich was, wo mich für mich viele kennen, dass ich mein Rad gerne auf Gipfel hinaufgetragen habe, um dann auf steilen Pfaden wieder hinunterzufahren. Aber dieses Suchen nach neuen Wegen, nach unbekannten Wegen, das ist was, was mich auch in ganz anderen Lebensbereichen umtreibt. Also seit 3 Jahren, das ist vielleicht das, was die meisten Leute noch nicht wissen, versuche ich eigentlich einen neuen Weg zu finden für einen klimaneutralen Lebensstil. Also ich lebe jetzt mit meiner Partnerin zusammen in einem verlassenen Bergdorf in den Ligurischen Alpen und bin immer noch Mountainbiker, hauptberuflich, aber ich glaube, man kann auch Radfahrer sein, ohne dabei schlechte Spuren zu hinterlassen. Das ist ein gutes Stichwort, weil für alle Zuschauer, er macht ja schon lange Vorträge, also so Multimedia-Vorträge, wo es halt um seine Reisen geht und die halt so interaktiv mit Video und seinen Berichten sind. Also absolutes Muss. Wenn ein Termin in meiner Nähe ist, gehe ich immer hin. Aber das sieht jetzt nach außen aus wie so ein bisschen eine Kehrtwende, weil du warst in Nordkorea, du warst auf Grönland oder Island, ich weiß gar nicht. Also quasi schon so eine Art Globetrotter, ja. Wo dann natürlich ja, die Spuren, die CO2, die, was man hinterlässt und sag mal als Vorbildfunktion, wo man sagt, okay, wahrscheinlich gucken sich dann Leute das an und denken, hey, ich will auch gern mal in Island biken. Hattest du mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, so ey, das, was ich mache und das, was ich eigentlich denke, passt nicht mehr so zusammen? Ja, tatsächlich. Also du hast schon richtig gesagt, das ist Teil meiner Berufsbeschreibung. Als Abenteurer, als Mountainbiker wird das eigentlich von mir erwartet, Dinge zu tun, die noch nicht gemacht wurden. Die Welt zu bereisen und verrückte Trails zu befahren. Und ich habe das auch getan, so dieses klassische höher, schneller, weiter. Das ist eine sehr liberale, neoliberale Denke, die sich da auch im Sport so niederschlägt. Und ich habe das auch nicht wirklich zusammengebracht mit Werten in mir, die vielleicht auch anders liegen. So, für mich war das einfach so, das ist mein Job und ich kann das vielleicht anders privat denken und meine immer so, man hätte, man müsste, man könnte, man würde, aber in meiner Realität war so, lieber nochmal einen Inlandflug mehr in Nepal machen, weil da kann ich einen coolen Trail finden. Ja. Und genau da war auch so für mich dieser Kipppunkt, und zwar war ich bei meiner Himalaya-Reise in der Annapurna-Region und wir haben den Film, den wir eigentlich vorhatten zu drehen, nicht drehen können, weil da war Smog. Da war eine Inversionswetterlage, die den kompletten schmutzige Luft, die im Himalaya gefangen war durch diese Inversion quasi, konnte die nicht in die Atmosphäre entweichen. Ja. Und ich fand das ganz schrecklich, weil ich war dann in den höchsten Bergen der Welt und man sah sie nicht in dieser braunen Wolke. Ja. Und habe mich total über diese braune Wolke geärgert, um dann aber irgendwann zu realisieren, so hey, das bist du. Das ist meine Spur. Wenn ich da 7 Inlandsflüge in diesem Land mache, um irgendwelche Bike-Expeditionen zu machen, dann ist das genau das, was ich hinterlasse. Ja. Und dann stand irgendwie schon so die Frage im Raum, kann das nicht auch ein Abenteuer sein, das anders anzugehen? Ist das nicht vielleicht sogar das viel größere Abenteuer, das viel spannendere? Ja. Und dann kam durch Corona sicherlich auch beschleunigt diese Kehrtwende, weil Corona hat halt mein Leben auf Null gesetzt. Also da waren Reisen nicht mehr möglich, da waren Vorträge nicht mehr möglich und ich stand halt plötzlich da und konnte ja, zum Glück relativ frei entscheiden, hey, jetzt ist der Moment, das mal zu probieren. Ja, und das ist ja im Grunde jetzt auch, wir wollen es jetzt mal vorwegnehmen, auch Thema von deinem neuen Vortrag, den ich noch nicht gesehen habe, den ich auf jeden Fall gern sehen möchte, weil ich finde es quasi einfach mega, wenn man quasi so einen Abend hat, jetzt bei deinem Vortrag zum Beispiel, dass man dann irgendwie in deine Welt eintaucht in dieser Zeit so und dann fährt man wieder nach Hause, muss oder ist ja auch froh, man geht wieder in seine eigene Welt, aber du nimmst einen da so richtig schön
bisschen mit. Und da geht es ja um das, was nach Corona passiert ist. Vielleicht kannst du ja mal, ohne jetzt zu viel von deinem Vortrag vorwegzunehmen, so einen kleinen Teaser oder eine kleine thematische Einführung dazu bringen. Ja, also es war das im Grunde genommen, ich fange diesen Vortrag genauso an mit dieser Geschichte in Nepal, wo ich quasi für mich feststelle, dass diese Reise nach immer mehr und nach immer höher und immer schneller und weiter, auf der ich selber unterwegs bin, dass die für mich sich plötzlich nach einer Sackgasse anfühlt. Und dann habe ich zum Glück eine sehr coole Partnerin, die auch sehr abenteuerlich unterwegs ist, die ebenfalls in der Vortragsbranche gearbeitet hat, was uns beide arbeitslos gemacht hat. Wir waren beide in der Situation, und das ist ein totaler Luxus gewesen, Anfang Corona, wir konnten in ein verlassenes Bergdorf abhauen, weil ich da schon ein Haus hatte. Und dieses verlassene Bergdorf in Ligurien, da spielt diese ganze Geschichte, weil wir dann quasi, zuerst haben wir da den Lockdown ausgesessen und hatten da einen ziemlich coolen, sehr stillen Urlaub, perfekter Ort, um eine Pandemie auszusitzen, aber haben dann in dieser Zeit gemerkt, so hey, da entsteht gerade was Neues für uns, und auch diese ganze Region, die so völlig verlassen ist, weil im 20. Jahrhundert da Leute nur weggezogen sind, ist vielleicht gar kein falscher Ort fürs 21. Jahrhundert. Da vielleicht kurzer Einwurf, wie gesagt, ich habe schon da ein bisschen was durchgelesen und so, aber ja, Leute, die das jetzt erst kennenlernen, die Story, ich habe ja noch ein Bergdorf irgendwo, Haus in einem Bergdorf, das musst du mir vielleicht auch mal kurz erklären, weil, sag mal, so hat ja nicht jeder, also manche sagen vielleicht, ich habe noch ein Ferienhaus irgendwo an der spanischen Küste oder so. Aber du hast irgendwie zufällig gerade noch ein Haus in einem kleinen Dorf. Wie kam das denn? Ja, ganz so nobel, wie sich das jetzt anhören mag, ist es nicht. Ich weiß. Also in einer Region, wo seit 150 Jahren Menschen nur wegziehen, da sind die Immobilienpreise recht gering. Ja. Also ich habe mir da, das war so eine Zeit, wann war das, als ich gerade 30 geworden bin, also nochmal vor 10 Jahren, ich bin auch schon ein bisschen dienstalt, da haben sich gerade viele meiner Freunde Apartments in Innsbruck gekauft, Kredite aufgenommen, und ich hatte da keinen Bock drauf und kam aus einem Bikeurlaub in Ligurien zurück und habe gesehen, es gibt dort Häuser für 20.000 Euro. Das sind halt Steinruinen. Aber ich hatte irgendwie eher das Gefühl, dass das ein cooleres Abenteuer sein könnte, als einen Kredit abzustottern für eine Neubauwohnung. Ja. Genau. Und das ist quasi die Basis gewesen, die uns ermöglicht hat, dieses Abenteuer zu starten. Und ich erzähle in diesem Vortrag im Grunde genommen alles das, was uns die letzten 3 Jahre passiert ist. Und mein Anspruch eigentlich bei der Geschichte ist, das soll Spaß machen, das soll Bock machen. Viele Leute, die über Nachhaltigkeit erzählen, die erzählen das mit so einem Fingerzeig. Und ich bin mir ganz klar bewusst, dass das ein totales Privileg ist, was wir da haben. Ja. Und möchte da eigentlich zeigen, was das für Schwierigkeiten sind, was das für Situationen sind, in die wir da gekommen sind. Und das mag sein, dass das Leute inspiriert, aber man kann da auch einfach rausgehen, ohne das Gefühl zu haben, man muss sein eigenes Leben ändern. Also, aber ich würde mal sagen, das war eigentlich schon auch ein Teil von deinen Vorträgen. Also durch Zufall, weil du bei einem Kongress nochmal warst, so habe ich ja den Flow-Vortrag, habe ich 2-3 Mal gesehen, ich weiß gar nicht. Aber davor den auch schon. Und das hatte ja immer so eine Komponente von, ihr könnt davon was, also eigentlich hatte es, glaube ich, auch schon direkte Ansprache. Also was kann man, also Flow war auch nach dem Motto so. Flow war eine direkte Ansprache. Ja, genau. Aber ich finde tatsächlich bei dem Thema jetzt, da muss man ganz vorsichtig sein. Wir sind gerade in so einer Zeit, wo viele Leute so woke sind. Und das finde ich, ganz unglaublich unangenehm. Weil das oftmals Leute sind, die selber glauben, sie würden was besonders gut machen. Und das ist meistens irgendein Teilbereich. Sei es Ernährung oder sei es Verkehr oder so Mobilität. Es gibt Leute, die fliegen nicht und sagen, deshalb niemand darf fliegen. Es gibt Leute, die essen kein Fleisch und sagen, deshalb darf niemand Fleisch essen. Im Grunde genommen sind das ganz, ganz, ganz viele Teilbereiche. Ja. Und ich mag das nicht, wenn mir jemand in mein Leben reinredet. Genauso möchte ich auch niemand anders in sein Leben reinreden. Ich möchte eigentlich zeigen, was passiert, wenn man all diese Bereiche, also Ernährung, Mobilität, Wohnen, Bauen, Arbeiten, wir betrachten die alle, sind in keinem davon zu 100% konsequent, aber recht radikal da drin, alles mal auszuprobieren. Ja. Und das ist ein Abenteuer, das ist ein Erlebnis. Und wenn man, und ich biete das an, dass Leute das irgendwie für sich vielleicht was rausholen, aber ich mag das Leben anderer Leute nicht verändern, das können die nur selber. Oder quasi die Leute da abholen, wo sie sind, also quasi, das ist ja bei jedem anderer Punkt und ein anderer Schwerpunkt. Also ich find den Ansatz mega spannend. Jetzt wäre so die Frage, wie hat sich das denn auf deinen Biken ausgewirkt? Also das haben natürlich viele auch durch die Medien mitbekommen, dass du mit E-Bikes mehr Berührungspunkte hast, aber was ist denn jetzt das E-Mountainbike für dich heute mehr? Ist es mehr dein, ich muss ins Nachbardorf was besorgen, oder ist es mehr dein, ich probiere diesen neuen Eselspfad, den ich jetzt letztens entdeckt habe, doch mal aus, und wenn da nichts ist, fahre ich wieder mit dem E-Bike wieder hoch, oder bin ich jetzt komplett daneben? Was ist das E-Mountainbike für dich primär? Ja.
Ja gut, du hast jetzt das E-Mountainbike schon angesprochen. Also zuallererst mal meinen Weg zum E-Bike hin. Also ich war nie E-Biker und man mag jetzt auch nicht meinen, dass der Typ, der sein Rad auf Berge hinaufträgt, dass der so die direktesten Berührpunkte zum E-Bike hat. Ich habe zuallererst mal realisiert, dass der Großteil des schlechten Fußabdrucks, den ich hinterlasse, kommt durch meinen Sport. Also ich bin früher einfach regelmäßig mit dem Auto, es war für mich einfach standardmäßig, wenn ich biken gehe, dann suche ich mir irgendwo was raus in den Alpen, setze mich in mein Auto, fahre dahin, trage mein Rad auf den Berg, fahre wieder zurück. Ja. Und das war einfach normal und standardmäßig. Oder ein Flugzeug oder sowas. Genau. Und jetzt waren wir durch diese Corona-Situation ein bisschen gefesselt. Es war italienischer Lockdown. Man darf das Haus nur auf 200 Meter Abstand verlassen. Wir haben es auf 2 Kilometer ausgedehnt, weil ja, da waren auch nicht viele Leute, die es kontrolliert haben. Und da war aber das E-Bike ganz spannend, weil wir hatten nur Platz im Auto für 2 Räder. Und ich habe halt gesagt, nehmen wir das E-Bike mit. Wir wissen nicht, wie lange der Lockdown dauert. Ja. Und dann haben wir diesen Lockdown im Umkreis von 2 Kilometern auf Singletrails berghoch und bergunter verbracht. Ja. Und da habe ich einfach festgestellt, so, hey, das ist was anderes als Mountainbiken. Das ist eine ganz eigene Disziplin. Und gleichzeitig hat es einen Einfluss auf meine Art von Mobilität. Ich habe plötzlich festgestellt, ich kann ja auch, wenn ich jetzt einkaufen fahre, zumindest für kleinere Dinge, das Ganze mit dem E-Bike machen. Kann über Singletrails runterfahren, einkaufen gehen, über Singletrails wieder hochfahren, habe eine geile Bike-Tour gemacht und was Notwendiges erledigt und das Auto habe stehen lassen können. Hast du denn da vielleicht, so wie bei Danny McEskill in dem Danny Care-Video, so einen Singletrail-Anhänger oder sowas? Oder? Nee, tatsächlich. Also so konsequent ziehe ich es dann doch nicht durch. Wir gehen alle 10 Tage mit dem Auto einen Großeinkauf machen. Also wirklich so größere Anschaffungen, wenn es jetzt darum geht, irgendwie literweise Getränke da hochzubringen, ist es, oder auch wir haben auch Baustelle am Haus. Also ich kann nicht behaupten, dass wir das Auto komplett aus dem Leben gestrichen haben. Früher hatte meine Partnerin ein Fahrzeug und ich ein Fahrzeug. Meins habe ich verkauft. Ihres haben wir noch, aber das bewegen wir eigentlich nur im Tal. Also jede Reise, die ich jetzt in die weitere Welt mache, gerade hier auf die Eurobike oder auf Vortragstournee, mache ich alles mit Zug. Ist auch ein Abenteuer, insbesondere in Deutschland. Ja, das stimmt, das kenne ich ja. Ich habe ja auch keinen Führerschein, fahre immer schon Bahn und Fahrrad. Ja. Aber wie ist das denn? Also ich meine, wie gesagt, ich bin total gespannt auf deinen Vortrag und ich habe ja durch diverse Interviews oder es gab ja auch schon vielleicht mal TV-Beiträge oder so, die dich porträtiert haben, da schon Einblicke gehabt, aber die sind ja immer so ein bisschen oberflächlich und mich interessiert jetzt, was heißt denn das eigentlich? Also ich kenne das ja, ich muss auch in den Ort fahren, da ist dann der Supermarkt und dann muss ich wieder zurück auf den Berg fahren. Das sind dann, ja, keine Ahnung, 10 Minuten hin und zurück und dann eine ganze, mit Kind hat man noch viel Zeug und dann ist das Fahrrad sehr schwer. Wie muss ich das bei dir vorstellen? Musst du eine Stunde irgendwelche Trails fahren, dann bist du im Ort XY oder ist das schon irgendwie eine dicke Straße, wo du einfach Straße, sag ich mal, wo du sagst, ich rolle mal kurz rüber. Also man könnte das über die Straße machen, ja, dann wäre es, das sind 1000 Höhenmeter Unterschied zwischen, also wir haben quasi, wenn wir einen Supermarkt wollen, dann müssen wir komplett bis vor die Küste, das ist 1,5 Stunden Autofahrt. Okay, okay. Wenn wir kleinere Einkäufe machen oder sowas, dann fahren wir nach Molini di Triora, das kennen auch vielleicht ein paar Leute, das ist so das Bike-Epizentrum im ligurischen Hinterland. Ja. Und das ist so unsere Stadt. Ja. Also wer in Molini schon mal war und diesen Begriff Stadt damit in Verbindung hört, der wird sich wundern, aber da gibt es einen Alimentari, der ist so 15 Quadratmeter groß und da gibt es alles, was man braucht. Tante Emma sowas. Genau, und Tante Emma Laden. Okay. Und wenn ich da über Straße hinfahren wollen würde, dann wäre das relativ schnell, wahrscheinlich eine 1/2 Stunde. Okay. Aber das mache ich nicht, weil über Straße runterfahren finde ich mega langweilig. Also ich fahre über Singletrails und zwar inzwischen nicht mehr nur noch bergrunter, sondern sowohl berghoch als auch bergrunter. Also dann ist es gerne mal eine Tagestour oder so. Und wir haben in Molini auch immer geladene Akkus, also das heißt dann, ich brauche für die 1200 Höhenmeter zurück nach Hause eigentlich einen kompletten Akku, wenn ich den über Singletrails verwenden möchte. Ja, krass. Und dann haben wir uns halt so eine kleine Infrastruktur gebaut. Also wir haben in Molini di Triora und auf der anderen Seite vom Berg in La Brique in Frankreich immer 2 geladene Akkus mit Ladegeräten. Krass. Und können damit halt auch ganz neu spielen. Ja, ja, das zeigt ja auch, dass da hängt da musst du dich mehr mit beschäftigen, wie du dir die Strukturen schaffst, um da deinen Alltag quasi optimal zu gestalten. Und klar, ich meine, jetzt jeder weiß, du bist selbstständig in dem Bereich, Vortrag und so, und es geht wieder los. Also unten in der Videobeschreibung findet ihr auch alle Termine. Und ja, trotzdem die Frage, in Deutschland wird sich ja beschwert, das Internet ist nicht schnell genug. Was machst du denn, wenn du irgendwie ins Internet musst? Kannst du sagen, okay, mit dem Handy mache ich ein paar E-Mails, aber jetzt muss ich doch nochmal den neuen Trailer hochladen oder was geht denn dann da? Ja, tatsächlich haben wir kein gescheites Handynetz da oben. Also das würde, übers Handy geht es gar nicht, da haben wir nur, wie heißt das, Edge, den 1G. Ja, okay. aber wir haben ein Satelliten-Internet, was sehr, sehr schnell ist. Also das ist inzwischen, und das ist aber auch tatsächlich die Lösung schlechthin, weil wenn man diese
Entscheidung, in dieses verlassene Bergdorf zu ziehen, hätten wir das vor 20 Jahren gemacht, wären wir Aussteiger. Da wärst du nicht mehr selbstständig, weil da keine E-Mails beantwortest. Ja. Mit diesem schnellen Internet, also ich habe zum Teil auch für Unternehmensvorträge, die mache ich dann von zu Hause aus über online und streame das ins Internet hoch. Und die wissen gar nicht, dass du da in so einer Steinhütte quasi sitzt. Ja, wenn es Teil der Geschichte ist, ist es natürlich auch schön, wenn es eigentlich live vor Ort stattfindet. Ja. Aber für mich ist das wirklich der Grund, weshalb wir uns auch nicht als Aussteiger sehen müssen, weil wir können teilhaben an der Öffentlichkeit, an der Welt, an der Weltgesellschaft durch das Internet, und wir merken eigentlich sehr viel, wie wenig andere Dinge wir eigentlich aus einer Stadt vermissen. Ja, ja, du hast vorher in Innsbruck gewohnt, ne? Also quasi das ist schon mal ein größerer Schritt als von Innsbruck in die Kleinstadt oder direkt ins verlassene Bergdorf. Jetzt ist quasi auch so ein bisschen der, warte, ich muss mal kurz, ich hatte gerade eine Frage, jetzt habe ich was verloren, was mich interessiert hatte. Okay, ich habe es verloren, aber nehmen wir eine andere. Jetzt bist du selbstständig, das ist natürlich auch ein regionales Geschäft, also klar, Online-Vorträge kannst du immer machen, man stellt sich breiter auf und so. Wie sieht es denn aus, wenn du quasi zu Hause bist und vielleicht jetzt auch nicht gerade akut am neuen Vortrag arbeitest, sondern so ein bisschen Zeit hast, sag ich mal. Zeit ist ja vielleicht auch ein Begriff, der sich dort anders anfühlt als in Innsbruck. Was machst du denn da? Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich bin inzwischen sehr, sehr viel tätig, ohne das fürs Geld verdienen zu tun. Also wir haben sehr viele Dinge, also wenn du zum Beispiel, üblicherweise bist du geschäftlich tätig, verdienst Geld, gehst mit dem Geld einkaufen, um deine lebenswichtigen Dinge fürs Leben zu haben. Genau. Du kannst aber auch diesen Schritt über Job und Geld verdienen rausnehmen, indem du dich direkt um das kümmerst, was du fürs Leben brauchst. Und das ist teilweise sehr spannende Erfahrung. Also wir verbringen gerade relativ viel Zeit mit Garten. Ja. Wir haben einen kleinen Permakulturgarten, wo wir zumindest zeitweise in gewissen Monaten im Jahr uns teilweise selbst versorgen können. Ja. Das ist schon mal eine ganz spannende Tätigkeit. Und dann ist es, wie gesagt, eine Steinruine, in der wir leben. Inzwischen haben wir zwei Steinruinen, also es ist ein wenig erweitert. Und wir bauen da halt auch sehr viel am Haus. Also wir haben den Anspruch, dieses Haus möglichst ökologisch auch herzurichten. Das heißt, wir machen selber Lehmverputz. Wir schauen, dass die Photovoltaikanlage auf dem Dach ist. Auch mal eine Dusche wasserdicht zu verputzen, ist gar nicht so ohne. Das hat uns einiges an Jahren gedauert. Also wir haben zwei Jahre ohne Dusche ausharren müssen. Aber also ich meine, ich kenne dich ja jetzt quasi zwar schon länger, aber jetzt nicht so gut, dass ich sagen könnte, also für alle, die es nicht wissen, ich bin total der handwerkliche Depp, also mit zwei linken Händen, das können alle bestätigen, die mich kennen. Wenn du jetzt jemand bist, der sowas selber machst, fuchst du dich dann da so rein in so ein Thema? Weil ich meine, man kann sich ja auch einen Handwerker bestellen, also wenn man sagt, es sollte doch ein Profi machen, oder bist du einer, der sagt, ich kann vielleicht nicht 100% perfekt, aber kann vieles gut? Ich bin tatsächlich in einem Haushalt aufgewachsen, wo niemand handwerklich begabt war. Und also ich weiß nur, dass meine Mutter hat mal ein Kinderrad von mir, das defekt war. Das hatte ein Steuerlagerspiel ganz schlimm. Und das hat sie mit einem Nagel repariert, den sie da reingeheimert hat, weil sie nicht den richtigen Schlüssel hatte, um es festzuziehen. Okay. Also wirklich... wie bei Sam Pilgrim. Ja, kann ich da nicht auf viel Erfahrung bauen. Ich nehme auch Hilfe dazu. Also es gibt im Tal einen Maurer, im oberen Tal noch. Und ich finde das auch wichtig, wenn man da in diesem Tal lebt, dass man da auch sein Geld dann lässt oder sowas. Ja. Also den haben wir oftmals mit dabei für alle Dinge, die ich mir nicht selber zutraue. Auch wenn jetzt zum Beispiel das erste Mal Wasserrohre verlegen, habe ich auch mit einem Profi zusammengearbeitet. Inzwischen mache ich selber. Genau, also Strom verlegen auch. Also ich bin da eher autodidaktisch unterwegs und auch gerade Strom so. Das ist im Grunde genommen alles nicht schwierig, bis man dann einen kleinen Blitz sieht und denkt, ja, vielleicht verstehe ich es doch noch nicht so ganz. Genau. Also da, wo es dann sicherheitsrelevant wird. Ja. Okay, aber das ist trotzdem spannend. Jetzt weiß ich auch die Frage von eben nochmal. Ja. Du hast ja gesagt, du bist in keinem Thema perfekt, aber du hast viele Themen, die mit beschäftigt. Wie ist es denn so, sag ich mal, du gehst in ein Thema rein, du fängst an, das einzulesen. Bist du dann so richtig so ein Nerd, der dann quasi tagelang sich mit diesem Thema beschäftigt? Sage jetzt zum Beispiel Permakultur, weiß jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder von den Zuschauern, was das genau bedeutet, aber ich denke mal, da ist ja dann in deinem Vortrag wahrscheinlich auch was Visuelles. Ja.
Aber sagen wir mal so, da gibt es Leute, die wahrscheinlich hauptberuflich sich mit Permakultur beschäftigen. Ja. Und wie handelst du diesen Wust an Informationen, um da das Nötige für dich rauszuziehen? Also zuallererst mal bin es ja nicht ich alleine, sondern meine Partnerin und ich. Und wir haben zwei verschiedene Arten des Wissenerwerbs. Also Katha ist eher die Fleißige, die halt wirklich Internetrecherche macht und das auch gescheit für sich aufarbeitet. Und ich bin eher der Autodidakt, Leute fragen, lernen durch Sehen. Ja. Und wenn das gut zusammengeht, ist das perfekt. Weil dann hat sie eine richtige Wissensbasis und ich bringe ein bisschen was, ja, das kann man auch so und so machen mit da rein. Ja. Wenn nicht, dann streiten wir uns. Okay. Aber wir haben da eigentlich so verschiedene Zugänge zu und daraus entsteht dann Verschiedenes. Aber der Anspruch ist auch, es nicht perfekt machen zu wollen. Ja. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Uns geht es nicht darum, fertig zu werden oder anzukommen. Uns geht es darum, einen Neuanfang zu machen, neue Verantwortung zu übernehmen, neue Dinge zu lernen und nicht an einem idealen Ziel zu stehen. Ja. Das heißt, der Weg ist das Ziel. Ja, natürlich. So flach, wie es klingt, aber das ist auch was ich beim Biken gelernt habe. Also, ja. Also es geht nicht darum, am Ende zu sein, sondern irgendwo den Weg dahin zu genießen. Und wenn du dir anschaust, das mag jetzt sein, dass wenn du dir unser Badezimmer jetzt anschaust, denkst du, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, aber wenn du weißt, dass wir da 2 Jahre lang dran gebaut haben, dann denkst du dir, okay, das war nicht wirklich schnell. Okay. Also, und wenn wir jetzt quasi nochmal einen kleinen Bogen spannen, weil du gesagt hast, du hast auch viel vom Biken gelernt, wie ist es denn andersrum? Hast du denn auch von den Themen, die eigentlich nichts mit Biken zu tun haben, die aber viel mit deinem Leben zu tun haben, was fürs Biken gelernt? Also jetzt wirklich fürs Biken an sich, für das Fahren oder was damit zu tun hat, oder die Herangehensweise. Ja, also für mich ist das eh nicht trennbar. Also mein Leben ist Mountainbiken und daher, ich habe früher viel versucht, neue Wege zu finden. Und zwar sowohl mit dem Mountainbike als auch im Leben. Und ich glaube, jetzt gerade ist es für mich eher, neue Wege anzulegen, sowohl mit dem Mountainbike als auch im Leben. Also durchaus Spuren der Vergangenheit zu sehen und wahrzunehmen und mit denen zu arbeiten und zu spielen, aber eine neue Interpretation draufzulegen. Ja. Und das betrifft sich ganz konkret im Mountainbiken, wenn du in den Wald gehst und sagst, da möchte ich gerne langbiken, da gibt es eine interessante Kurve und hier könntest du zum tollen Ort fahren. Das ist für mich das Identische, wie ich meinen Lebenspfad als solchen betrachte. Aber jetzt mal kurze Frage. Ich habe da ja mal, du hattest ja schon in anderen Vorträgen, sag ich mal, kleine Einblicke in dieses Leben, wo man mal gesehen hat, dass du so einen alten Eselspfad quasi zu einem coolen Trail wieder gemacht hast. Ist denn da irgendwie eine Forstverwaltung oder so, wo du sagst, so, ey, ich rufe da mal an, so, ich habe da so gedacht, zu dem einen Ort, da will ich immer ganz gerne mal hinfahren und ich lege da mal den Trail an, ist das okay so oder wie läuft das ab? Es ist ja nicht Deutschland und auch nicht Österreich zum Glück, weil da müsste man das genauso machen. Da hat man aber auch Wälder und Berge, die von sehr vielen Menschen genutzt werden. Ja. Nun ist das eine Region, wo seit 150 Jahren Leute nur wegziehen, also 95% Bevölkerungsrückgang. Ja. Das bedeutet, dass sämtliche Infrastruktur dort verfällt. Ja. Häuser, Dörfer, Straßen, Wege. Und diese Wege, das ist ja ein Kulturgut. Dort haben seit der Bronzezeit Menschen gelebt und das Leben, deren Leben hat immer Sinn gemacht bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ja. Erst da wurde es unattraktiv. Und ich glaube, diese alten Pfade, die die angelegt haben, sowohl deren Lebenswege als auch die alten Trails, die kann man für die Zukunft wiederverwenden, die kann man upcyclen. Also eigentlich freuen die sich quasi nach dem Motto, ja, der verrückte blonde E-Biker da, macht mir den einen Weg fit, ja cool, dann kann ich da auch wieder langlaufen oder so. Exakt, also das treibt ganz wilde Blüten. Jetzt ist zum Beispiel im Dorf unterhalb kommt dann der Luigi, einer der Ältesten, einer von den wenigen, die noch da geblieben sind von der ersten von der letzten Generation, von der Generation der Menschen, die davor gelebt haben. Der ist 88 Jahre alt und der kommt jedes Mal und sagt, Arald, sei già stato a Drondo. Ob ich schon mal in Drondo gewesen sei? Weil da gäbe es einen Weg, den kennt er noch vom Jugendlichen, als er die Ziegen da lang getrieben hat. Der geht hinten zum Bachlauf hinein. Der müsste ganz spannend sein zum Mountainbiken. Okay. Dann sagt uns der Luigi, welche Wege wir freimachen so, sollen. So, okay. Also so quasi, er ist selber auch nicht mehr so fit, aber er freut sich, dass da jetzt junge Leute sind, die das da auch Interesse dran haben und auch Spaß daran haben. Ja, also wir haben wirklich Glück, weil es ist natürlich Egoismus, dass wir da Bike-Trails anlegen. Also ich mache das ja nicht für irgendeine breitere Öffentlichkeit,
Sind wir das wirklich, weil ich da biken gehen will? Ja. Aber in dieser Region lösen wir damit ein Problem der Leute, weil die, für die ist das ganz furchtbar. Für diesen Luigi, der sieht, hat sein ganzes Leben lang alles verschwinden sehen, wo er früher von und für gelebt hat. Ja. Und wenn jetzt Leute von außerhalb herkommen und seine alten Pfade wieder freilegen, dann gibt ihm das Hoffnung, dann gibt ihm das eine Idee von, das hat einen Wert, das hat eine Zukunft. Bist du denn jetzt quasi dadurch ein totaler Alleinbiker geworden oder hast du schon, dass du sagst, jeden zweiten Donnerstag kommen aus der Stadt, in Anführungszeichen, da, ich habe den Namen leider nicht ganz abgespeichert, wo der Tante-Emma-Laden ist, kommen dann die anderen Mountainbiker oder ab und zu kommen dann die, die du von dem Bikecamp irgendwas noch kanntest und kommen dann auch aus ein paar Orten weiter aus dem Urlaub und gehen mit dir biken? Oder? Also ich fahre tatsächlich sehr viel mit meiner Partnerin und mit meinem Hund. Also der Trail Dog, der kann auch gut, der läuft ja 40 Kilometer Single Trail läuft der durch. Also der ist schon richtig fit und ich komme dem nicht hinterher. Ja. Also das sind meine Hauptbuddies. Und Molini ist schon ein bisschen eine eigene Kultur, wo eben auch wo Tourismus stattfindet und sowas. Da haben wir Berührpunkte, dass wir da ab und zu mal runterkommen. Wir kennen die Guides und so. Zum Biken gehe ich tatsächlich hauptsächlich mit der Katha und mit Hund und mit dem Theo. Das ist mein neuer bester Bike-Kumpel, ein weiterer junger Mensch aus der Bike-Branche, der im Dorf unterhalb jetzt wohnt. Und den habe ich auf dasselbe E-Bike gesetzt, weil bei uns ist natürlich das Hauptproblem, wenn wir diese ganzen Akkus nutzen, die wir deponiert haben, sind wir ein bisschen asozial, weil das kannst du nur mit demselben System nutzen. Also das wäre sicherlich was, wo man E-Bikes auch noch verbessern könnte. Durch Standardisierung der Akkus wäre es möglich, solche Sachen auch mit mehr Leuten dann zu nutzen. Okay, ach cool, also gut, dann hast du... Hat sich denn quasi, sag mal, es war ja immer ein Thema mit diesem Risikoding und du bist, boah, ich sag die Namen wahrscheinlich mal falsch, sorry Leute, Val di Fassa oder irgendwas, dieser krasse Trail, wo du damals auch, sag ich mal, im Medial sehr viel Beachtung von deinem Motto, ist das denn jetzt schon bekloppt, weil Alpinisten, ja, die können halt da runterfallen, ein paar hundert Meter, das machen halt auch nur Alpinisten und du bist halt in den Alpen aufgewachsen, also nicht gewohnt, aber mit diesem alpinen Gedanken, dass diese Gefahr halt da ist, hast da sich dazu dich immer medial geäußert und so. Dann hast du mal gesagt, okay, jetzt siehst du Kilian Brohn oder so, ja, irgendwelchen von der noch jüngeren Generation oder halt einfach noch einfach Leute, die vielleicht einen anderen Fahrstil da noch reinbringen in dieses Gelände. Ja. Und da würdest du sagen, das würdest du jetzt gar nicht machen. Mhm. Hat sich denn quasi dort dein Verhältnis zu Risiko geändert? Weil ich meine, ich kenne dich auch noch als jungen Freerider von den Videos beeinflusst, der dann irgendwelche krassen, in Anführungszeichen, Drops springt von einem Holzbrett. Ja. Und schon irgendwie wahrscheinlich so dieses, ich überwinde mich und ich gehe das Risiko ein. Mhm. Und dann bist du in diese Bergsteiger-Dinge, das war auch risikobehaftet. Jetzt bist du quasi, keine Ahnung, ist das Risiko vielleicht, dass du stürzt und dann irgendwie in so einem Busch da liegst und da kommt keiner oder was? Wie siehst du das? Ja, das Letzte, was du angesprochen hast, ist tatsächlich ein Thema. Also wir sind ziemlich weit weg von jedem Krankenhaus so und auch oftmals weit weg von Handysignal. Also es ist nicht unriskant, dort zu leben und Rad zu fahren. Aber ich bin jetzt auch bald 40 so und ich merke schon, dass dieser Drang, sich selber und der Welt zu beweisen und noch einen draufzulegen, dass der geht ein bisschen weg mit dem Alter. Und auch tatsächlich, ich betrachte mein Leben inzwischen ein bisschen anders. Also früher habe ich das wirklich so als aufsteigende Linie gesehen, so von wegen, ich bin in Siegen, fange da an, die ersten Drops zu machen, dann ziehe ich in die Alpen und dann irgendwann gehe ich auf die höchsten Gipfel der Alpen und dann irgendwann gehe ich auf die höchsten Gipfel des Himalayas. Ja. Das war wie so eine Leiter, so tak, 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 immer höher. Ja. Bis zu einem Punkt, wo ich gedacht habe, wo gehe ich eigentlich hin? Ja. Endstation, Karriereleiter, also keine Ahnung, es ist irgendwo, an einem Punkt bin ich da gewesen, wo ich auch schon ziemlich weit oben war, wo ich einfach gedacht habe, so hey, ist das vielleicht gar nicht mehr die richtige Richtung. Aber und die jetzt, Erwartung ist ja da. Die Erwartung ist da an meinen Job, ja. Und ich habe diese Erwartung an mich, an meinen Job mal irgendwo auf Seite gelegt und einfach gesagt, was ist mir eigentlich als Mensch wichtig? Und inzwischen habe ich eine ganz andere Wahrnehmung von meinem Leben. Also ich sehe das jetzt viel mehr als verschiedene Kreisläufe. Mein Leben ist ein Kreislauf, ein täglicher Kreislauf, ein sozialer Kreislauf, ein ökologischer Kreislauf. Und in diesen Kreisläufen zu funktionieren und die in Deckung zu bringen, finde ich viel interessanter, als immer noch eine Stufe auf der Leiter draufzusetzen, weil diese Leiter, die hört nie auf. Und das ist auch immer nur geil, die nächste Stufe zu gehen. Es geht nie darum, wo du ankommst, sondern immer nur die nächste Stufe. Das ist ein scheiß, ein Hamsterrad sieht von innen auch aus wie eine Leiter. Was mich jetzt interessiert, weil ich bin ja ähnlicher Jahrgang und viele von den Zuschauern, denke ich mal auch, weg von dem, ich muss steigern und weg von dem Druck von Job und so,
aber so, wenn man quasi weiß, was habe ich früher gemacht und jetzt ist man im Wald und jetzt sieht man so eine Stelle. Ja. Und früher, also ich zum Beispiel, bei mir ist mein Freeride-Blick ist nicht weg, aber ich realisiere nicht mehr, also selten. Ja. Also wenn ich sehe, da abspringen, da landen, früher wäre ich so, oh, und vielleicht hole ich mir noch eine Schaufel, mache die Landung ein bisschen besser und so. Und dann wäre es jetzt mein Ding und jetzt ging es, also quasi von dem Level, auf dem ich fahrerisch war, wahrscheinlich bin ich heute fahrerisch besser, aber habe nicht mehr so den Drang, dieses krasse Risiko einzugehen und habe auch schneller vielleicht schon diesen Rauschgefühl, weil ich einfach nicht mehr so abgestumpft bin, weil ich das selten mache. Ja. Aber was sagt denn so dein altes, dein junges Ich? Kommt das manchmal raus und du stehst dann und denkst so, oh, die Line oder der Drop? Oder hast du da irgendwie auch gesagt, so, okay, man muss ja auch loslassen? Tatsächlich ist mir das gar nicht so schwer gefallen, weil ich habe durch das E-Biken ja nochmal was ganz Neues hinzubekommen. Also für mich ist es jetzt quasi das, was ich früher bei so steilen, abgründigen Abfahrtsstellen hatte, so, oh, kann ich das überhaupt noch fahren? Das habe ich jetzt bei vielleicht nicht ganz so steilen oder gefährlichen Aufwärtsstellen, wo ich quasi mir, also ich hab nach über 25 Jahren Mountainbiken ein riesiges Geschenk bekommen, eine neue Richtung. Weil das Berghochfahren war für mich früher nie spannend, da war ich auch nicht fit genug für, da habe ich immer automatisch das Rad getragen. Und jetzt plötzlich geht das berghoch zu fahren. Und da sind ganz krasse Challenges, die nicht mehr direkt mit meinem Leben bezahlt werden müssen. Okay. Also Fuß absetzen ist dann der Fehler quasi. Ja, oder halt, es geht wirklich darum, überhaupt hochzukommen zum Teil. Und das, also ich challenge mich schon ganz gerne noch, es muss nur nicht um Leben und Tod gehen. Und manchmal ist es halt auch so, das hat ja auch im Flow schon erzählt, wenn du so immer in dieselbe Richtung dich steigerst, dann hast du so einen, vielleicht ein krasses Randtalent, aber man kann auch einfach sagen, ich mache mal was anderes und gehe das in eine krassere Richtung. Also dieser Drive von mir, mich weiter zu entwickeln, was Neues zu entdecken und in mir selber und in der Welt was Neues zu entdecken, der ist ganz klar da. Ich kann den nur auch bewusst steuern. Das ist völlig meine Wahl. Also auch wenn ich sage, was Neues in der Welt zu entdecken, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich ans andere Ende der Welt fliegen muss, um da zu meinen, ich mache eine krasse Expedition. Ich kann auch bei mir ins Tal runtergehen und einen alten Weg wieder entdecken, den seit 100 Jahren niemand gemacht hat und den wieder für mich erfinden. Bezogen jetzt auf Fahrtechnik, war ja immer ein wichtiges Thema auch in dem Kanal hier. Du bist mal mit Tom Oehler gefahren, wahrscheinlich schon viel, aber medial auch dann viel beachtet mit Sea of Rock. Und damals war immer so ein bisschen der O-Ton, okay, du hast deine für Otto Normalbürger schon krassen Skills, was dieses Gelände angeht, aber er kommt da jetzt mit seinen Trail-Skills rein. Ja. Und das war dann auch für das Video, für dieses ganze Projekt wichtig, dass dieser Fahrstil da so reinkommt. Dieser Uphill-Flow hat ja schon auch viel mit Trail zu tun. Bist du in diese Welt auch ein bisschen rein oder sieht man dich vielleicht manchmal so ein paar kleine Hopser machen oder wie Chris Agrick so ein bisschen geschmeidiger, aber oder versuchst du alles noch irgendwie mit Flow und Speed zu machen oder hast du schon gemerkt, okay, deine Trail-Skills sind jetzt besser geworden durchs E-Bike? Na, ich bin kein wirklicher Trailer. Das musst du auch nicht unbedingt. Also das ist jetzt auch, glaube ich, eine Wahrnehmung, weil der Stefan Schliede, der so richtig krass kann, dieses Trailen, der ja so berghoch da immer sehr auch hüpfend unterwegs ist. Viele Sachen gehen auch ein bisschen gefahrener. Also ich werde kein Trailer mehr. Ich habe auch, also ich finde auch so ein Rad mit fast 20 Kilo dann zu hüpfen, da fehlt mir auch die Kraft. Ja. Also ich versuche es eher ähnlich wie damals beim Mountainbiken auch, nicht ganz auf dem Niveau eines Tom Oehlers oder Stefan Schlies, aber vielleicht ein bisschen drunter, dafür nachvollziehbar für die Leute, schon auf einem krassen Niveau auch berghoch zu fahren. Ja, okay. Und Vorderrad versetzen gehört dazu. Rumhüpfen finde ich, das nimmt mir den Flow. Also ich mag schon den Flow auch beim Radfahren haben und so einen aus der Wheelie gefahrene Kurve ist was Flowiges. Anhalten, boing, 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 mag ich eigentlich nicht machen. Aber ich sag mal, dieses Bergauf-Thema, Chris Agrick macht das ja auch sehr spektakulär, aber sieht es aber auch flowig aus. Ja. Kennst du die E-Bike-Sachen von ihm? Ja, ja, mega. Das ist schon krass und was ich aber auch interessant. Das werde ich nicht mehr in meinem Alter, da komme ich nicht mehr hin. Wie ist denn dieser, wie heißt der Kollege, der in den USA diesen krassen Trail berghoch gefahren ist für Canyon? Ah, der aber ohne Motor gefahren. Genau, den Namen bin ich ganz parat. Ja. Aber das war durch. Hat einen ähnlichen Ansatz, klar, natürlich auch diese Ausdauer und diese, aber diesen Gedanken, quasi Passagen, die man vorher nicht gesehen hat, jetzt quasi, früher war es der Freeradblick, jetzt ist der Uphill-Challenge-Blick. Kannst du da, siehst du da Parallelen oder ist das auch vom Fahrstil gar nicht deins? Den fand ich richtig krass. Wie hieß der jetzt, der Ami? Braid Badenhurst oder sowas. Das war mal irgendwie ein BMXer. Ja. Das war auch ein richtiger Leistungssportler. Ich glaube auch ein Hochspringer oder so. Also der hat auch richtig krasse Sprungkraft und athletisch ist er auf einem krassen Level. Mhm. Aber der hat auch Skills ohne Ende. Aber dieses Projekt, das ist schon beeindruckend, wenn man das sieht. Und wenn man dann weiß, er macht es auch noch ohne E-Bike. Aber diese Skills quasi zu sagen, jetzt
ist ja diese Kante, vielleicht kennst du das Gefühl, man sagt, ich muss da jetzt noch irgendwie das letzte Stück schaffen und die powern das dann noch irgendwie so. Keine Ahnung. Das ist. Also ich habe nie diesen super krassen Anspruch gehabt, jede einzelne Stelle zu fahren. Ja. Also das ist, das darf man vielleicht, ich meine, das wirkt vielleicht in so einem Video dann auch ein bisschen anders und ich bin weder auf dem seinem Niveau, noch auf dem Niveau vom Öhler, noch auf dem Niveau von Stefan Schlie. Also für mich ist eher wichtig, ich möchte eine coole Gesamttour fahren. Und wenn ich eine Gesamttour habe, die aus ausschließlich Singletrails besteht und super technisch berghoch und super technisch bergunter geht, ich aber berghoch 5 Stellen trage, dann ist mir das ziemlich wurscht. Ja. Also mir fehlt auch der Biss tatsächlich dann so richtig, das muss ich jetzt schaffen, so, da bin ich wieder, also bin ich zu sehr Genießer für. Okay, das hat stimmt. Wie ist das denn, du warst früher Fahrtechniktrainer mal, Ausbilder, wahrscheinlich auch im Guiding-Bereich. Ist das so ein Ding, wo du das quasi, keine Ahnung, Vorstellung wäre jetzt, irgendwann kommt vielleicht von deinem Sponsor oder so, wollen mit dir Leute eine Tour fahren und du möchtest ihnen was zeigen. Ist das was du dir auch vorstellen kannst oder sagst du, eigentlich möchtest du nur noch für dich biken und das ist ein Ding, was du auch hinter dir gelassen hast? Ich will jetzt nicht arrogant rüberkommen, aber ich habe es tatsächlich ein bisschen hinter mir gelassen. Also es hat vielleicht andersrum formuliert. Ich muss sehr aufpassen, nach über 25 Jahren Profibiker, der sich selber seine Disziplin erfindet, dass ich meine Leidenschaft nicht kaputt mache. Ja. Das ist ein totaler Traumjob, den ich habe. Wirklich ein voller Traumjob, der dich aber auch sehr einklemmen kann, wenn du irgendwann feststellst, so, ich muss die ganze Zeit in meinem Hobby arbeiten, jetzt ist es ja gar kein Hobby mehr. Ja. Und das habe ich für mich irgendwann rausgefunden nach den ersten 10, 15 Jahren, dass ich sehr viel Achtsamkeit reinstecken muss, dass ich immer noch Leidenschaft am Biken habe. Und das ist das, wo ich am meisten stolz drauf bin. Seit über 25 Jahren bin ich in diesem Beruf drin und mache immer noch nichts lieber als Mountainbiken gehen. Ganz für mich privat auch. Ja. Und das ist genau die Lösung. Ich habe 80% meiner Bikezeit als Privatzeit. Da wird kein Foto gemacht, da wird kein Instagram-Post gemacht, nichts. Das ist einfach nur für mich Momente, die verschwinden und da waren, weil sie schön waren. Ja. Und 20% meiner Zeit mache ich als Job. Okay. Und deshalb verbietet sich mir vieles wie ständig Instagrammen, wie Bike-Guiding oder sowas. Das sind alles Dinge, die ich irgendwann festgestellt habe, wenn ich das zu intensiv mache, verliere ich meine Leidenschaft und die Leidenschaft ist die Basis meines Berufs. Da hast du jetzt ein gutes Thema angesprochen. Wir sind ja quasi ähnlicher Jahrgang und man merkt schon, okay, jetzt machen alle TikTok und was weiß ich. Es gibt halt irgendwie immer wieder neue Plattformen und man merkt schon, okay, man geht vieles nicht mehr mit. Man ist was älter, aber es hat ja teilweise auch nicht nur bezogen auf Alter oder so, sondern es ist ja auch eine Sache, wie du gerade gesagt hast, du willst den Moment leben und immer nur zu denken, ich muss jetzt noch die Story machen oder so. Wie war denn dieser Prozess für dich quasi, weil du ja immer noch einen Teil mit Beruf dabei hast und Sponsoren und so weiter. Klar ist offensichtlich für ihn zu sehen, dass bei dir um andere Dinge geht als um mein Video hat 1 Million Aufrufe. Aber merkst du denn schon, dass der Wunsch an dich herangetragen wird, hey, Instagram zum Beispiel ist jetzt heutzutage ein Muss, auch für die alte Zielgruppe. Ja, wie gehst du damit um? Ich habe irgendwann für mich gesagt, das Wichtigste ist mir, dass ich Leidenschaft am Biken habe und der Job ist zweitrangig. Und die letzten 5 Jahre war es tatsächlich so, dass von sehr vielen meiner Sponsoren der Wunsch sehr stark da war, das zu machen. Das muss man auch verstehen als Marketingmanager. Man hat da direkt Zahlen, man ist direkt vergleichbar, man kann wirklich, also das ist, und das ist auch was funktioniert, wo auch wirklich viele junge Leute hervorragend mitarbeiten. Ich habe für mich gesagt, wenn das der Job ist, ich biete euch das nicht an. Also, und das ging dann so weit, bis jetzt tatsächlich im Frühjahr, wo auch einer meiner bisherigen Hauptsponsoren mir gekündigt hat. Und ich habe mir immer gesagt, bevor ich Influencer werde, werde ich Bauer. Okay. Also das ist mir scheißegal. Und wenn ich bei Leuten Rasen mähe, wenn ich Steinmauern baue, ich meine, ich lebe da in einem Dorf, wir haben abbezahlte Ruinen. Also unser Leben ist sehr günstig, wir können uns zum Teil selbst versorgen. Scheißegal. Hauptsache, ich behalte die Leidenschaft am Biken. Okay. Und jetzt ist es aber so, 5 Jahre war wirklich, alle wollten nur Instagram. Und jetzt habe ich sehr stark formuliert, dass ich eigentlich was anbiete, was ein Gegenmodell dazu ist. Ich möchte Menschen bewegen, die bewegen ihren Arsch von der Couch, um zu mir zum Vortrag zu kommen. Die bekommen da auch eine Geschichte, die sie eventuell emotional bewegt, mehr als durch die Timeline durchgescrollt zu haben.
Und jetzt ist so ein Moment, wo tatsächlich in der Bike-Industrie auch ein paar Leute das für sich verstehen, dass Instagram wichtig ist, Social Media ist mächtig, ist großartig, ist da, aber es ist vielleicht nicht alles. Ja, und hast du denn, sag mal, Kilian Brohn, weiß ich ja dann durch die Interviews, die ich von dir gelesen habe, dass du das auch bewunderst, was er macht, und das natürlich, die haben wahrscheinlich ein ziemlich gutes Team, dass sie diese Bilder auch erzeugen. Also das ist ja nicht nur fahrerisch und von der Vision her toll, sondern auch, wie das in Szene gesetzt wird. Du bist ein Kind der Zeit von New World Disorder, Crank und so. Kannst du dir denn vorstellen zu sagen, hey klar, ich habe meine Vorträge und ich will ja auch nicht mein Material aus den Vorträgen quasi for free raushauen und dann hat es jeder schon gesehen, aber so ein größer angelegtes Videoprojekt, wo du mal sagst, okay, da bist du jetzt mal ein paar Monate mit irgendeinem Filmer. Ja. Fabio Wittmann macht sowas ja auch so. Früher musste er vloggen, jetzt muss er das nicht mal, jetzt macht er nur noch die großen Projekte. Kannst du dir sowas vorstellen oder? Also meine Vorträge sind ja so ein großes Projekt. Also alle drei Jahre bringe ich einen neuen Vortrag raus und da produziere ich auch jede Menge Filmmaterial, was auch tatsächlich eine dreijährige Produktion zum Teil ist. Oder zumindest das letzte Jahr wirklich dann eine sehr intensive Filmproduktion. Also ich mache das lieber groß, gescheit produzieren mit einem tollen Team, um ein bisschen mehr auch rüberzubringen, als da habe ich jetzt schon mit dem Handy drauf gehalten. Ja. Also das, wie gesagt, das können auch andere besser. Da fahren auch andere Leute krasser Rad. Also dass du mit dem Handy irgendeinen Trailer, der eine verrückte Kehre hinunterspringt, das ist einfach sofort krass und toll. Das sieht bei mir nicht toll aus. Ja. Ich brauche eine Geschichte, ich muss ein Storytelling dahinter haben und das ist im Grunde genommen das, wo ich mich drauf fokussiere. Also ich möchte eigentlich Geschichten erzählen. Das Mountainbike ist mein Medium dazu. Das Mountainbike ist meine Persönlichkeit, das lebe ich, das spüre ich, das atme ich und das ist meine Art, eine Story zu bringen. Es geht da gar nicht so sehr um die Fahrtechnik eigentlich. Ja, spannend. Ich würde sagen, jetzt so, wo wir uns dem Ende des Interviews nähern, wollte ich noch so vielleicht eine kleine Shootout-Runde machen, wo du so quasi, wir haben zwei Varianten. Fangen wir mal mit der Doppelvariante an, so entweder oder quasi. Ne? Und du musst mir jetzt mal kurz verraten, was baut ihr denn da an, an Gemüse? An Gemüse, also diverseste Gemüse, Karotten, Salate, Zucchinis. Wir haben sogar, das war völlig sinnlos, weil wir sind auf 1300 Meter eine Wassermelone mal versucht. Okay. Auf 1300 Meter ohne Wasser war nicht gut. Okay, also wie macht ihr das denn? Kochst du dann nach Rezept, weil du weißt, jetzt habe ich so und so viele Kilo Möhren? Oder machst du einfach nur Freestyle? Freestyle. Und wie sieht das deine Partnerin? Die kocht nach Rezept. Okay. Ah, das ist eine interessante Ergänzung. Und das wäre ja dann die Frage, bist du so der selber aufwendig kochen oder lieber schnell? Und? Auch unterschiedlich. Also als Deutsche haben wir tatsächlich nicht so viel Essenskultur, das merke ich, weil wir in Italien leben. Ja. Und dieses Dorf ist ja inzwischen deutlich belebter wieder. Wir haben uns Wasser gebracht und sowas. Und die Italiener, die kochen jedes Wochenende sehr, sehr aufwendig. Und das Ganze, also das muss gar nicht mal, die können auch über Spaghetti Pesto, können die abendfüllen reden, wie sie das gemacht haben. Also da geht es dann wirklich um Details. Ja. Und wie ist das bei euch? Bist du lieber eingeladen als Gast oder lädst du lieber ein? Ach, sowohl als auch. Siehst du da einen Unterschied von Italien und Deutschland? Ist das, ist ja so klischee-mäßig. Bestätigt sich das Klischee oder würdest du auch sagen, da ist ja auch jeder anders? Es gibt auch die Italiener, die keinen Bock haben auf die Gesellschaft und das. Ja, da gibt es alle Facetten und Farben, genauso wie das auch bei den Deutschen gibt. Das ist immer, finde ich, sehr schwierig, wenn man nur so Stereotype redet. Aber ich glaube, grundsätzlich, wenn man schon Stereotype hat, die deutsche Kultur und die italienische Kultur, die ergänzen sich ganz gut. Ja. Uns Deutschen fehlt vielleicht ein bisschen das Menschliche, das mal Zeit sein lassen und einfach mal ein Schwätzchen halten, so, weil man gerade irgendwie nett miteinander hat. Den Italienern fehlt dafür manchmal das, ich mache das jetzt ganz präzise zu 100% fertig. Ja. Aber in dieser Kombination, also ich merke, dass für mich so, ich nehme mir ja gerne aus verschiedenen Kulturen die Dinge raus, die ich spannend finde und gut finde. Ja. Es ist sehr bereichernd, in diesem Land zu leben. Okay, Eco oder Boost? Boost. Bei Spitzkern, hast du links oder rechts? Hast du eine starke Seite? Ich finde die Frage viel spannender, hoch oder runter? Hoch oder runter, okay. Hoch. Hoch, okay. Dann wäre die Frage wahrscheinlich eher Vorderrad als Hinterrad versetzen. Vorderrad versetzen inzwischen spannender und auch viel schwieriger. Hat sich denn, ich sag mal, Wheelie oder Manual? Manual. Ach, echt? Ja, aber wer gut versetzen musst du mit Wheelie. Ja, genau, dachte ich. Jetzt hätte ich gerade gedacht, du verbringst aber wieder mehr Zeit. Aber der Manual ist doch so cooler als der Wheelie. Also, Okay, ja.
Gibt es denn bei eigentlich, also ist jetzt klischee-mäßig, weil ich war in Ligurien noch nicht biken, Wurzeln oder Felsen, was ist denn da mehr? Sowohl als auch. Also die Wurzeln, die meisten Bäume dort sind eher Tiefwurzler, weil es halt auch sehr trocken ist. Dadurch hast du nicht so viele Wurzelsettings wie bei uns auf dem Boden. Also die Trails sind ein bisschen flowiger. Okay, das ist ja interessant. Ja, das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber würdest du sagen lieber Gardasee oder Kärnten? Flasht mich beides nicht so. Ich glaube, es ist auch beides ziemlich verboten zum Biken. Okay. Außerhalb der Trails, die offiziell erlaubt sind. Im Zweifelsfall der Gardasee, weil da gibt es besseres Eis. Okay, ja. Das spannend. Ich dachte gerade so ein bisschen, weil Kärnten Flow Trails, Gardasee, Rumpel-Rumpel-Biken und so. Ich habe Österreich ein bisschen den Rücken gekehrt, okay. Wie du merkst. Ja, die haben natürlich echt arge Probleme auch mit den Trailangeboten oder was rechtlichen. Wenn du zuschaust, also ich weiß nicht genau, ob du das überhaupt machst, aber wenn du es machen würdest, würdest du dir lieber Slopestyle oder einen Downhill World Cup angucken? Downhill World Cup. Okay, ja, spannend. Dann schaue ich auch. Ja, hast du da Favoriten, wo du sagst, da fieberst du richtig mit? Ich kenne die Walli Höll recht gut, weil ich auf dem Spielberghaus zeitweise gearbeitet habe in den Jahren, wo sie halt so zwischen 7 und 10, ja. Habe ich das sehr mitgekriegt, wie sie quasi angefangen hat, Mountainbike zu fahren, und finde das halt Wahnsinn, wie sie da jetzt unterwegs ist. Ja. Ach, das ist spannend. Also hast du auch so einen persönlichen Bezug und viel was dann richtig mit. Aber beim letzten Mal hatte ich so viele, aber das war alles bei uns im Sauerland. Okay, ja, merken wir. Pause gong. Okay. Sehr geehrte Besucher und Aussteller, es ist 18 Uhr und die Eurobike schließt für heute. 4 o'clock? Achso, okay. Ah, die ganzen Eurobike-Party schließen aber nicht. It is 6 p.m. and the Eurobike is closing for today. We hope you have a wonderful evening. Ja, ich hatte jetzt gerade noch ein gutes. Ja? Würdest du denn, erst mal gucken, genau, okay. Wahrscheinlich würdest du sagen, beides nicht, aber wenn, ja? Ja? Würdest du lieber einen Tag im Bikepark fahren oder einen Mountainbike-Marathon mitfahren? Ein Tag im Bikepark. Gäbe es denn irgendwie einen Bikepark, wo du sagst, hey, da war ich noch nie und ich habe gut gehört, wenn ich da mal einen Vortrag im Nachbarort machen würde, würde ich doch mal dahin. Tatsächlich, ich habe einen Trip mit meinen Freunden aus Siegen, mit denen ich angefangen habe zu biken, in Pila im Austertal geplant. Und da freue ich mich ganz doll drauf, weil das ist, glaube ich, echt ein toller Bikepark. Super, ja, das muss ich jetzt mal recherchieren, aber nur auch schon mal gehört. Ja, dann danke ich dir für dieses echt coole Gespräch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wo ist dein nächster Ort, wo du einen Vortrag hältst? Ich bin nächste Woche in Saalbach-Hinterglemm und in Gutenstein in der Nähe von Wien und dann im Sommer im August in Sundern im Sauerland. Also da komme ich hin. Ja, cool. Ja. Also wie gesagt, alle aktuellen Dates findet ihr auf Summit Ride, ist auch dein Link, ne? Genau, ja. Genau, findet ihr bei Harald auf der Website, ist unten verlinkt, im ersten Kommentar auch nochmal, und vielleicht sieht man sicher bei seinem Vortrag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.